Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships. Und heute spiele ich mal den Tier 2 Kreuzer Diana für euch. Liegt ganz daran, ganz einfach daran, dass ich unbedingt meine Perlen sammeln muss. Und für die Perlen brauche ich gewisse Aufträge und dazu zählt auch eben Tier 2 Schiffe zerstören. Und die Diana bietet sich dafür eigentlich an, weil sie einfach sehr potent von der Bewaffnung ist, eine vernünftige Reichweite hat. Ja, dementsprechend hoffe ich, dass ich hier was reißen kann. Wir sehen aber das Matchmaking, wir sind hier Low Tier, sehr, sehr viele Dreier und dann auch noch St. Louis, das ich ja eh sehr fürchte, das Schiff. Also von dem her, einzige, was ich da im Vorteil habe, ist meine Reichweite, dass ich mit die höchste Reichweite hier überhaupt im Spiel habe. Und dementsprechend wird der Plan sein, so weit auf Distanz zum Gegner zu bleiben, wie ich es nötig habe, ohne dass ich dabei beschossen werden kann. Ja, schauen wir mal, ob der Plan nur Theorie bleibt oder ob er auch wirklich irgendwie aufgeht. Ich bin schon offen. Oh. Da haben wir doch schon die erste St. Louis. Und jetzt ist er ja sogar auch schon. Oh, da kommt der Tenrio. Eieieiei. Da ist ja gleich ganz schön viel an Gegnern und ganz schön wenig an eigenem Team. Das heißt, ich drehe hier auf jeden Fall mal ab. Und hoffe, dass mein Team hier gleich unterstützend agiert. Weil so wird es für mich nix. Aber jetzt noch nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern erstmal auf den Gegner draufhalten. Er hat jetzt Gott sei Dank jetzt hier noch ein paar andere Ziele als mich entdeckt. Und dementsprechend fahre ich einfach mal weg. Diana ist nicht das schnellste Schiff. Also so eine Tenrio, die ist da deutlich flinker. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Tenrio sich so lange mit der Chikuma austobt, bis ich mal einen schönen Treffer landen kann. Aber bisher ist es. Ja, jetzt ist er weg. Sehr gut. Oh, hinter mir die Kolberg. Auf die wird jetzt gegangen. Die muss aber Gott sei Dank abdrehen, wegen den Torpedos, die da im Wasser sind. Auf die Samson drauf. Leider jetzt im Rauch verschwunden. Oh, der vernichtende Schlag. Sehr, sehr fein. Ich hab Flugzeugträger gesprengt. Ja, das wäre was Neues, dass das ein Flugzeugträger wäre. Aber Kill ist Kill. Und der war schön. Der war so, wie ich ihn wollte. Knapp daneben waren die an dieser Stelle. Weg damit. Und jetzt ist wiederum was der Fall, was ich vorher wollte. Und zwar, ich kann die Distanz gut bestimmen. Und auch wenn ich gerade nicht treffe, kann ich damit gerade gut arbeiten. Wurde aufgedeckt. Von wem denn nun wieder? Die Tenryu mag meine Videos. Aber ich antworte mal nicht. Ich will nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mir haben. Weil das ist immer der Nachteil, wenn man schreibt oder wenn man irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass man dann beschossen wird. Also nicht wundern, wenn ihr mal in meinem Gegnerteam seid und ich antworte nicht. Hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach nur ein gewisser Selbstschutz. Aber jetzt kann ich hier gut wirken. Der zweite Kill trifft ein. So, und jetzt, aufgrund meiner Reichweite, kann ich hier auch so drehen, dass ich hier auf die Stahlwachtel schießen kann.
ohne dass die Stahlwachtel auf mich kommt, lustigerweise. Da fehlen einfach nochmal 800 Meter. Ganz schön langsam gerade. So, und jetzt kommt er in meine Reichweite, oder ich in seine, vielmehr. Deswegen, jetzt wird abgedreht. Wir drehen weg, komm, komm, komm. Ich werde jetzt mal mit HE auf die St. Louis schießen. Das ist einfach ein bisschen einfacher. Und weil da noch ein schöner Hit reingegangen ist. Und jetzt auf die Kawachi nochmal schießen. Schüsse fliegen recht lang, wie man sieht. Da sind doch ein paar Torpedos im Wasser. Ja, die haben sogar getroffen. Und nochmal eine Zerstörung. Der war geleecht, ist mir aber egal. Weil, wie gesagt, für die Perlen, am Ende interessiert es keinen, wie man die Perlen bekommen hat, sondern nur, hat man sie oder hat man sie nicht. So, und jetzt muss ich nur auf die St. Louis da aufpassen. Deswegen mal weg hier. Auf die komme ich noch nicht drauf. Die hinter mir, die dreht weg. So, die St. Louis ist jetzt schon um die Insel rumgefahren. Uiuiuiui. Da hat es jetzt aber aufgeräumt. So, die fährt weg von mir, die auch. Einzige, die da in meine Richtung kommt, ist dann hier diese. Aber so ein One-in-One im Close Combat ist unglaublich heftig gegen so eine St. Louis. Deswegen werde ich jetzt hier schon so bleiben, dass mein Team mich weiterhin hier unterstützen kann. Und man sieht auch bei der Diana die langsam drehenden Türme. Also man kann jetzt mal nicht so eben mir nichts, dir nichts auf irgendjemand schießen. Und was man hier sagen muss, unsere Kolberg, die ist unglaublich mutig. Jetzt ist die leider auch außerhalb unserer Reichweite. Sehr gut. Einen hat sie noch mitgenommen. So, komm schon, komm schon. Diese St. Louis hier, die ist echt nervig, weil die fährt jetzt gerade aktuell immer so, dass er für mich hinter der Insel ist. Deswegen werde ich jetzt hier diesmal so auch mitfahren, dass ich drauf schießen kann. Die Diana spielt sich so zwischen Mischung aus Kreuzer und Schlachtschiff. Also eben nicht ganz so leicht zu manövrieren, aber auch nicht ganz so schwer wie ein Schlachtschiff. Also so ein Hybride so ein bisschen. So, jetzt ist nur noch die St. Louis hier am Leben. Und nein, nicht mein Kill. Schade, hätte ich auch gerne noch geklaut. Aber egal, trotzdem eine vernünftige Runde gefahren. 3 Zerstörungen am Start. XP Platz 2. Also von dem her alles gut.
25.000 Schaden. Ist jetzt nicht die Monster-Überrunde, aber finde ich, kann man absolut mit leben. Und es war ja von dem her immer was am Start, immer ein bisschen Action. Also gute Runde. Kreditpunkte gab es 92.000 raus und eben dementsprechend XP. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Runde mit der Diana. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin bei World of Warships. Euer Alcaramba.